Hallo miteinander. Willkommen zurück zu Sins of a Soul Empire 2 mit Dorian Gens zu unserem Angespielt. Gucken wir mal, ob wir dieses Ding hier jetzt irgendwie einsammeln können. Fusillade, Finest Hour, mach mal den. Ich meine, der Beam, das kann doch nicht schlecht sein, oder? Easily done. Fühlt sich dieser Balken hier gerade? Ja, ne? Ich sehe das schon richtig, das fühlt sich. Okay, wir cappen das gerade irgendwie auch. Apropos. Hi. Wir haben wieder gewonnen. Nice. Derelict collected. Assets found 1000. Okay, noch mehr Geld. Ja, hervorragend. Ich würde sagen, wir ziehen mit unserer kleinen Korvette hier gleich weiter. Where to, Commander? Das ist halt sehr, sehr leicht verteidigt überall, ne? Oh, wow. Das ist tatsächlich mal ein Feind hier. Also so ein richtiger. Good day, Commander. That's more like it. Got a job for me? Das ist ein Scout, oder? Ja. Scout-Korvette. Leute. What now? I'll do my best. Wenden. Doch Interdiktoren hier. Comlink active. Das ist ja. Aber warte mal. Jetzt müsst ihr ja doch hier in unsere. Wo man hier hingesprungen ist. Naja, okay. Sollen wir mehr davon bauen? Würde ich schon sagen, war. Archus. Ja, machen wir hier. Dann hier drüben. Kosten die nicht abgeben? Nicht wirklich, ne? Dann bauen wir hier so und so. Und baue mir hier bitte auch mal eine Orbital Research Vest. Oh mein Gott. Sind die denn auch so groß? Ja doch, ich war noch nie wirklich rangezoomt. Alles klar. Okay. Ja, wir forschen mal weiter, habe ich gehört. Ich schätze erstmal weiter nur zivil. Research completed gut. Shockwave Pulverization. Bessere Service Management von Kristallen. Von Metallen. Ich meine, ist alles gut, ne? Aber. Interstellar Networks. Sieht aus wie ein Broadcast Center. Commerce Credit Income Rate plus 5%. Verstehe. Naja, wir brauchen nur noch eins, ne? Ne, zwei. Zwei. Research Center. Dann war doch hier noch eins. Ja, irgendwann bin ich aber sattelfest in denen. So. Das Teil haben wir schon. Wir könnten auch hier, ehrlich gesagt, mehr rausholen. Und hier jetzt auch mal einen Trading Port bauen. Was kostet denn uns der Spaß? Trade Port 185. Destinations. Titania. Hä? Also wir können mit Titania traden. Aber wer oder was ist Titania? Okay, wir haben schon kolonisiert. Das habe ich gleich mitbekommen. Aber gut. Commerce. Ready for battle. Ja, unsere massive Flotte. Ich meine, das ist immer ironisch, ne? Ich denke, ich bin mir sicher, dass ihr das versteht. Ja, hier. Defenses, Logistics. Ja, wir könnten in so einem Logistics-Slot hier bei uns auf der Heimat, wenn du was bauen, oder? Wieso sagt ihr eigentlich plus 4, obwohl wir da mal nur einen bekommen? Logistics 2 doch mal dafür. Naja. Diese elenden Kristalle, ne? Kurz auf den Markt. Könnten noch welche kaufen. Machen wir es mal so. Verbessere die Logistik hier. Smuggler. Warte mal, warte. Nein, warte. Smuggler ist ein Prototype. Pirates Action Bid Value. Tradeport Credit Income Rate. Noch eine Universität? Nee.
Gibt's auch eine Militäruniversität? Weapons Damage, Credit Income. Commercial District. Ist auch Trade Import, Trade Dingsums Raid. Ich meine, schlecht ist es nicht, oder? Und noch nicht genug Supplies. Was brauchen wir eigentlich hier für Carrier Cruiser? Den könnten wir schon bauen. Research required. Okay. Jetzt haben wir aber genug für Militär 2, oder? Ja. Holen wir uns das mal. Ja, und wir müssen eh erstmal das ganze Zeug hier. Ja, High Reinforcement. Mal das ganze Billigzeug. Forschen wir gerade jetzt den. Ja. Mach einfach mal. So, jetzt können wir theoretisch, das ist ein Desert Planet hier oben. Der Battle Force so interessant wäre, das ist glaube ich, wie gesagt, auch ein Feind. Lingas. Und Artemis ist wahrscheinlich sein Hauptplanet. Da ist Titania. Ach, das sind quasi hier ja diese Servo Merchants hier. Verstehe. Mit denen könnten wir ja so handeln. Ja, macht Sinn. Ja, dann werden wir das hier dahin bauen, aber. First, ein Trading Port hier. Tja, verstecken wir den denn hier? Ist ein bisschen komisch, dass die sofort da sind, aber das ist bestimmt auch nur eine Frage der Graphic Assets. Dass das mal quasi, ne, dass das so in Stufen gebaut wird. Und wie gesagt, hier ist, ich finde hier ist sehr wenig Bewegung. Abgesehen von unseren Schiffen. Was mir nicht so gefällt. Schon wenn da ein bisschen mehr wäre. Wir haben ja auch so eine Retrofit Station. Ich keine Ahnung, was die eigentlich macht. Ja, Retrofitten, das schon. Purchase and Build Items. Oh, und Repairen. Huh. Als ob wir sowas bräuchten. Commander. Comlink active. Reparaturen. Sie haben noch Geld. Ja. Hier. Sie haben alle Exaktoren schon gebaut. Hier haben wir massiv Metall noch am Start. Hier ist auch nur noch Metall. Aber ich meine, wieso nicht? Hier sollten wir das machen, ne? Mal. Dass wir die Chancen haben, dass da das gute Zeug spawnt. Überall. Ich meine, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass es beim ersten Mal klappt. Dazu sind die Chancen viel zu gering. Was? Hall Armor ist fertig. Ah ja, der nächste Credit ist Cashbit. Wie viele Leute bieten denn? Komm, 100. Wir haben schon wieder alles verbraucht hier. Ja, Credits gehen ja. Credits kann man noch eine Stufe. Es wird ja jetzt noch mehr, ne? So, Trade Port. Trade Shop. Und der fliegt jetzt automatisch nach Titania. Ja, zumindest die gibt's. Ja. Ah. Zu viel Zoom. Das Spiel ist übrigens etwas eigenartig im Sinne von Grafikkonfiguration. Das habe ich euch gar nicht gezeigt, aber es gibt quasi keinerlei Optionen. Es gibt einfach nur das. Ja. Also ich werde so sagen, ob das irgendwie noch hübscher geht. So, dieses Schiffsdesign geht bestimmt noch hübscher. Junge, Junge, das ist literally nur ein Container. Wo soll hier das Cockpit sein? Hier hinten? Oder die Brücke? Jesus. Hey, wir haben gewonnen. Yay. Ja, sehr gut, dass keiner mitbietet. Die scheinen ihre Kristalle für was anderes zu verwenden. Wahrscheinlich für sinnvolle Dinge. Aber wer weiß. So, Onios, Verda und Archos. Die machen aber gleichzeitig auch Geld. Ha. Nur Hulva. Wegen dem Boni, den die dort haben. Geht richtig ab.
So, also das sind jetzt wieder... Completed, completed. Das ist Desert. Volcanic Deployment. Mehr Development auf Vulkanplaneten. Das finde ich gut. So. Und das ist der normale Kreuzer erstmal. Okay, Preise für Metall und für Kristalle werden geringer. Ja, erhöhe mal diese ganzen Mining Rates hier ansonsten noch. Ui. Ja. Ja, mehr Supply und so wäre auch mal nicht schlecht. Flag Frigate, Garda Mark II Prototype. Schon quasi die zweite Variante der Flag Frigate, die wir hier gebaut haben. Das sind die Belagerungsfregatten, da haben wir gegen welche gekämpft. Rapid Autoloader, Submission Warheads. Experimental Designs. Sowas wie Zusatzfähigkeiten hier, glaube ich, ne? Psida. Face Signature Identification and Ranging is an Experimental Early Warning System. Ah, okay, das warnt uns, wenn Leute bei uns reinkommen. Partial Track, Cruiser Prototype. Support Crew is able to manufacture and field a Squadron of Strikecraft. Ja. Das finde ich gut. Antimaterie-Degeneration. Mehr Antimaterie. Ich habe keine Ahnung, ne? Machen wir jetzt eine ganze Menge hier. Was haben wir erforscht? Ach ja, vulkanische Entwicklung. Hier wird gekämpft offensichtlich. Oh. Piraten. Good day, Commander. Easily done. Die haben aber unser Ding ja nicht eingezogen. Zumindest fliegen sie einfach weiter, ha? Huh? Nicht, dass die hier Argus plündern wollen oder so. Kommt ihr euch je nach... nee. Wäre natürlich schön, wenn je nach Planetenart auch verschiedene Gebäude hier baubar wären. Es ist mehr Verteidigung, es ist mehr HP. Ich meine, es ist eine Frontierwelt sozusagen. Erstmal das Geld. Macht dann die Verteidigung. Und dann bauen wir mehr Verteidigungstürme hier. Ready for battle. So, die sind jetzt hier eingedrungen. Ist ja unterwegs. Das kann sich nur auf Stunden handeln, bis die hier. Good day, Commander. Ready for battle. That's easily done. Springt hier rüber, verdammt nochmal. Oh nein, sie haben die Research Station kaputt gemacht. Mein Gott. Schnell, bau das Ding fertig hier. Kann niemand sagen können, dass uns die Piraten angreifen, so richtig. Got a job for me? Ja. Yes, sir. Spring darüber und helf. Give the order. I'll do my best. Das Ding wieder. Oh mein Gott, das ist fast tot. Oh. Nein, Hulva, nein. Nein. Sie haben es zerstört. Ich glaube, sie haben die Zunge. Haben wir direkt diese Fregatte hier, ne? Give the order. I won't let you down. Oh mein Gott. Ready, da haben Leute gelebt. Where to, Commander? Hä? Nee, warte.
Hä? Es lebt wieder? Hä? Nee, es wurden nur Sachen hier einfach kaputt. Okay, ich verstehe schon. Ja, bau mal Verteidigung aus. Ich weiß gar nicht, wieso. Verlierst du dich selbstständig? Ich kann mich nicht davor hier klicken oder so. Ja, und was mit euch los war hier, ne? Also das ist ja echt... Yes, Commander. At once. Ich meine, die Schiffe sind halt langsam, ne? Das ist keine Frage. Jetzt haben wir hier drei Dinger stehen. Also jetzt werden die zumindest aufgehalten da vorne. Yes, Commander. At once. So. Ja, Farah hat noch gar nichts hier, ne? So. Camera Prototype ist drin. Rapid Droid Prototype. Repair Droid. Okay. Proved Shield Arrays. Schild der Generation ist sicher nicht schlecht. Effiziente Generatoren. Training and Recruitment. Schwadron Prototyp. Heißt das, warte mal, bei dem Supplies eigentlich, dass wir jetzt tatsächlich... Ja, aber wo kamen diese Typen denn her? Das ist echt die Frage. Ah, okay, hier. Die können mit Zenstra auf jeden Fall traden. Dann kommen wir hier rüber. Bau mal hier eins. Langsam geht's auch mit dem Geld. Wahrscheinlich, also tatsächlich ist immer noch die Kristalle das Problem. Aber jetzt dieser Desert Planet hier. Da sollten wir vielleicht mal die Kolonisierung freischalten. Die haben wir schon, ne? Das ist nur, dass sie mehr produzieren, wa? Ja. Nimm's mal trotzdem mit. So, hier ist ja schon so eine... Was soll das eigentlich heißt? Ja, ihr kommt erstmal hier hin. Und dann werden wir... unseren Carrier, der jetzt hier irgendwo ist, ne, den ersten. Who needs your support? Ja, nice. Listen up, you hotshots. Zwei Strike-Drops sind das offiziell. Sieht aus wie ein bisschen mehr, aber gut, ich beschwere mich nicht. Mehr ist besser. Okay, was haben wir denn hier jetzt sonst noch? Got a job for me? So, diese Fregatten hier. Komm, ihr seid jetzt mal die Strike Group 2. Und ihr geht mal. An excellent plan. Na, bei ihr müsst ihr auch dahin weiterfliegen. Braucht bestimmt irgendeine Tech, um diese Sachen hier erkunden zu können, diese zusätzlichen Verbindungen. Wobei das hier sehr strange aussieht, also das hier so ums Eck. Keine Ahnung. Oh. Ja, ne, selbes Spiel. Nur wir haben geboten. Gut. Ja, spricht jetzt echt nichts dagegen, einfach alle hier auszubauen, weil das kostet nur Geld. Das kostet das echt keine Ressourcen? Ich hab das schon richtig gesehen, ne? Ja, hier ist alles fertig. Ja, ne? Boop. Boop, boop, boop. So, also wir haben zumindest rudimentäre Verteidigungsmaßnahmen jetzt überall. Hier drüben. Ja, was wir bräuchten, wären irgendwelche Diktor-Geschichten, dass die hier nicht einfach durchfliegen können. Hangar Defense. Prototype. Das ist unser Strike of Defend nearby structures in the planet from hostile forces. Das ist natürlich auch ganz gut eigentlich. Müssen wir mal das auch noch ausbauen. Du könntest mit Aarhus traden. 1,5 Metall pro Stunde. Auf jeden Fall Kristalle ausbauen. Ja, bau hier noch so eine Hangar-Defense. So. Sag ich jetzt gleich der Overkill, aber diese eine Piratenflotte hat mich jetzt echt fertig gemacht. Du bist der Trader, ja. Ich glaube, mir würde dieses Spiel echt viel besser gefallen, wenn es diese Kreise und so nicht gäbe. Das wirkt immer so furchtbar artifiziell auf mich. Keine Ahnung.
Kann man die vielleicht ausblenden? Ich meine, so viele Settings gibt es ja nicht, aber ja, okay. Das wird lautet erstmal nein. So, jetzt werden die Hangar-Defenses hier geupgradet. So, militärtechnisch. Pferde oder Needrounds. Mehr Schaden, ja. Ist ein guter Ansatz. Das haben wir alles. Find minor factions faster. Sehr speziell. So. Wir wollten ja weiter in das. Okay, Orbital Extraction haben wir. Das hier haben wir. Shockwave Pulverization wäre das nächste. Surface Mining Rate. Ich glaube, es wäre fast besser, wenn wir einfach mal weiter die Sachen hier verbessern. Was sind wir auf der Hauptwelt? 0,3. Hier warten wir jetzt darauf. Alles eine Frage von Kristallen, wie immer. Sieh mal einer an. Da sind schon die nächsten Piraten. Voll gepackt mit Waffen. Sehr schön. Das heißt, die kam gerade von dort. Ich das jetzt richtig gesehen habe. Good day, Commander. Ihr seid hier. Fliegt dahin. Man muss ein Piratennest oder sowas sein. Commander's on deck. Coming about. So, ihr kommt auch darüber. Klären wir das da hinten mal. Ja, ich meine, wir könnten natürlich auch hier. Das benutzt nicht wirklich was. Warten, Damage bis 20%. Ist das nur in dem? Damage Bonus Duell at Structures and Star Bases in Orbit. Ja, nur in diesem Orbit. Das ist auch was für quasi. Na, hier wollen wir mal die Schmugglersgeschichte bauen. Kann man jetzt auch mal angehen hier. Dass unsere Tradeports hier mehr Einkommen abwerfen. Ach, guck mal, hier kommen jetzt auch andere Frachter an. Trade-Chip von den Seerobo-Merchants. Fleet Supply, das passt ja. Ja, der Witz ist ja tatsächlich, dass wir, ne, wenn wir da genug Geld hätten, können wir uns nochmal so ein Megaschiff hier bauen. Weil das sind ja alles hier diese Spezialsachen. Wir haben ein Keladin. Kelanit. 1 von 1 steht da doch. Wieso sagt er dann das? Hä? Haben wir jetzt eigentlich irgendwas gefunden? Das ist eine gute Frage. So, jetzt mal das hier. Und das hier. Auction expired. Oh nein! So, Pferde oder Need, das heißt mehr. Ready for battle. Oh, ich muss schon sagen, wir sind im falschen System. Hier geht die Post ab. Who needs your support? War das Schild. Was sind das eigentlich für Sachen, die hier auf uns schmeißen? Commander.
also. Läuft doch. Das war doch bestimmt die Piratenbasis hier. Pindarus. Kristalle gibt's da auch. Also. Beauftragen wir mal unsere Kolonie-Fregatte, um das hier zu sichern. Deploying. Also, du bleibst hier. Die zwei fliegt, na wobei, wahrscheinlich ist da hinten gar nichts so ja, gefährliches, aber ich fliege trotzdem hier hin. Auch wenn wir hier ein bisschen Verteidigung jetzt haben mit den zusätzlichen Bombern, beziehungsweise Jägern hier. Sieht auch recht nice aus. Bitte was? Gab es hier gerade echt Probleme? Nee, oder? Nicht wirklich. Sonst steht das ja alles. Gibt es noch nur einen offiziellen Eingang? Hm. Nächste Auktion steht an. Ja, mach mal. Solange niemand mitbietet, kriegen wir das Zeug. Hulva. Hulva baut Minenkapazitäten aus. Arus, würde ich sagen, machen wir das auch, falls wir können. Ja. Extraktoren, alles. Okay, das ist die Truppe 2. Das ist Truppe 1, die hier noch wacht. Genau. Yes, dann geht's darüber. Das ist Titania, also sollte eigentlich safe sein. Hier, Helenos. Bestimmt noch alles einnehmen hier. Wahrscheinlich bekämpfen sich die Feinde ständig gegenseitig, deswegen kommen sie nicht zu uns. Und wie gesagt, ich kann da nicht einschätzen. Mal Bitter Count 2. Dann bieten wir etwas mehr. Oh nein. Wir haben echt verloren. Das, ja, warte mal, wir haben die Kristalle nicht wiederbekommen. Das hier ist eigenartig. Ja, Pindarus hat jetzt Toxic Fallout. Ist teuer, das Ding zu entwickeln. Ja, 15%. Na, passen schon. Machen wir erstmal Defenses, Credits und meinen Anfang. Sonst nehmen wir die Extraktoren ja auch gleich mit. Wir haben ja unsere Flotte hier. Good day, Commander. Naja, nicht wirklich. Das ist die Aarhus-Verbindung und da fliegen wir hin. Da sollte also nichts aus der Ecke kommen. Ja, man vergisst aber allerdings ganz leicht die Zeit beim Spielen hier, das merke ich schon. Ja, ich bin gespannt auf die größten Schlachten, die noch folgen werden, bestimmt in den nächsten Folgen. Bis dann, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Tuan.